Hi Leute und willkommen zurück zu Mario Bros. Wonder. Wir haben letztes Mal Rochella-Test absolviert. Heute Rochella-Test. Und möchten jetzt hier eine Verschnaufpause einlegen mit Evelyn im Wasserloch. Und gucken, was es da jetzt erwartet. Also, da sollte jetzt wirklich nicht viel passieren. Bin wieder 8 Leben, sehe ich gerade. So geil. Oh. Okay, gut. Das war mir jetzt wichtig, dass ich die da irgendwie mitkriege. Toll gemacht! Okay. Toll gemacht! Und wundervoll! Und dann Sammel erhalten. So, ist das die Sackgasse? Ja, perfekt. Gut. Dann kommen wir jetzt da, hier lang, weiter nach oben. So, oh, 4 Sterne. Uff, 4 Sterne. Ernsthaft? Wir fangen mit dem da an. Schwärmertest. Unterm Nachthimmel. Cool. Klingt gut. Ernsthaft, ich komme da runter. Oh, das ist ungefährlich, okay. Ach, die entzünden sich wieder, was? Oh, geil. Boah, hier wäre ich niemals dem durchgekommen. Wow. Krass. Krasses Level, hat Spaß gemacht. Die ganze Zeit kriegen wir irgendwelche neuen Sterne. So, jetzt bin ich gespannt, ob uns die andere Welt wieder kaputt macht. Aha. Könntet also ihre komplexen Bewegungen vorhersehen? Das gelingt nicht einmal bei mir. Wird der Meister etwa zum Schüler werden? Verschnaufpause. Zeitschalter-Sprint. Das klingt nicht nach Verschnaufpause, wenn das ein Sprint ist. Na gut. Noch aktivieren? Achso, ja, dann. So witzig. So. So, Beinung, Beinung, Beinung. Oh, das war knapp. Ich hätte vielleicht zwischen nochmal verlängern sollen. Nein. Ach man, ich hasse das. Wieso passiert das? Los.
fertig. Dass man die Dinger immer wieder aktivieren kann. Wieder zurück. Oh, ich habe gerade Angst. Wow, wow, wow. Was kommt das noch? Pendel? Ah, fuck, Abstürze. Okay, das hier. Wie jetzt? Was ist das? Das muss ich wahrscheinlich aktivieren, damit ich da gleich rüberlaufen kann. Ja, ich beeil mich. Perfekt. So, Verstaufpause, Zeitschaltersprint. Das war spaßig. So, jetzt kommt wahrscheinlich das Schwerste überhaupt. Stacheln. Stacheltest, feuerfrei. Oh Mann. Also ab 4 Sternen muss ich sagen, ist echt wirklich schwer. Zumindest die bisherigen Tests. Was lohnt sich denn hier? Das da vielleicht? Ich würde das mal ausprobieren wollen. Warum nicht? Jetzt die ganzen. Okay, soll ich da reinkommen? What? Ich weiß nicht, wie ich den da unten gekriegt habe, aber irgendwie hat er sich nach oben katapultiert und ja. Aber da komme ich jetzt leider nicht mehr ran. Okay, gut. Verstaufpause. So. War da nicht gerade noch irgendwas oben? Oh, das ist doch mies. Wenn ich nach oben fahre, darf ich das nicht benutzen. Weil jetzt hätte ich boxen können, ne? Wind. Wehen. Ah, ich muss hier rauf. Achso, ich hätte ihn da drin behalten müssen, dann hätte ich ihn da beschlagen können, dann hätte der die 10 ausgelöst wahrscheinlich, der Block. Na klar. Oh, bloß ein Ziel. Der Rest ist egal. Boah, ich dachte, jetzt sterbe ich auch noch auf diesen Stacheln. Wieder auf den letzten Meter. Okay,
War doch nicht so schwer, wie ich befürchtet hatte. Oh, okay. Du hast dich über diese Plattform bewegt, als hättest du nie etwas anderes getan. Welch ein Anblick. Pum. So, Schnaufhausel, Zeitschalter, Kletterei. Das klingt ja auch nicht so entspannt. Ich müsste doch eigentlich nur hier warten, oder? Nein! So, ich muss sie alle einsammeln. Ich muss sie wahrscheinlich gar nicht sammeln, die anderen Dinger. Ich muss nur nach oben kommen. Aber Schnaufpause passt schon, die sind gar nicht so schlimm. So, dann bist du dran. So, die Piranha-Pflanze ist auch weg. So, Abschlusstest. Nicht trödeln. Uff. Okay. 3 Sterne, das kriegen wir hin. Wenn du eine Tempobahn verlassen willst, drücke B, um zu springen. Ach, da ist er wieder. Und nun zur letzten Prüfung. Aha. Erreichst das versteckte wahre Ziel, so gilt sie als bestanden. Doch gib Acht, bei dieser Prüfung ist Vorsicht oberstes Gebot. Vom. Okay. Ah, oh, ich oben drauf gemacht. Soll ich das denn wissen? Wow. Okay. Nein! Okay. What? Aha. Okay. Ich glaube, ich die ganze Zeit. Aha. So, was passiert jetzt? Okay. Oh, ich hätte ewig springen sollen. Wäre das wahre Ziel gewesen? Los, 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 los. Okay, quer durch die Wolken. Wonderful. Nice. Den haben wir gefunden. Hervorragend. Oh. Nein. Oh. Okay, gut. Oh, ich habe gedacht, jetzt falle ich wieder in den Abgrund. Aber zum Glück nicht. Gut.
So, und das war jetzt die letzte Prüfung. Dann haben wir das Gebiet ja schon fertig. Abschlusstest, nicht trödeln. Jo, haben wir geschafft. Okay, Königsdamen Villa. Aha. Überreicht uns das nur? Scheint so. Du hast dich den Prüfungen der Güldenfälle gestellt. Ich bin sehr stolz auf dich. Nun ist auch der letzte Test bestanden und ich erkläre deine Prüfung hiermit für beendet. Geschafft. Und das bedeutet? Explodiert. Oh ja, der Königsdamen soll dir gehören. Es gibt nichts, dass ich dich noch lehren könnte, Prinz Florian. Wenn ich es recht bedenke, habe ich dich sowieso nicht viel gelehrt. Bravo! Ah. Ah, geht doch. So, meisterten Mario und der Prinz mutig alle Herausforderungen. Ihr Reise durch das Blumenkönigreich ist jedoch noch längst nicht vorbei. War diese letzte Prüfung nur die erste von vielen, wenn sie auch die restlichen Königsdamen finden? Ich glaube an dich! Danke! Gut. So, das macht jetzt wieder alles von selbst. Ja, lass uns mit einer Propellerblüte zur Blüteninsel zurückfliegen. Hier glänzt alles so schön, aber lass dich davon nicht ablenken und halte dich gut fest. Oh, lässt du los, stirbst du. So, zurück zur Blüteninsel. Blüteninseln. Bei den Güldenfällen hätte ich gedacht, der Gelbe würde verschwinden. Aber gut. Hey, ihr Nervensingen. Hört auf damit, meine armen, wehrlosen Piranha-Wolken anzugreifen. Ah, jetzt bin ich mächtig sauer, aber denkt nicht, dass ich mich schon geschlagen gebe. Meine Vorbereitungen für das große, nein, das riesige Wunder habe ich nicht unterbrochen. Warum hört ihr nicht endlich damit auf, es mir verderben zu wollen und freut euch einfach darauf? Das klingt ziemlich übel, was plant ihr nur? Wir müssen weiter Königsdamen sammeln. Je eher wir alle haben, umso schneller erreichen wir Bowser. Mal überlegen, uns fehlen noch genau 3 Königsdamen. Einer sollte in den wolkenlosen Wüsten, in der wolkenlosen Wüste sein. Ein weiterer in der, was, Fungimine. Und ein in den Magmatiefen. Wenn du dir diese Gebiete noch einmal auf der Gesamtkarte ansehen möchtest, drücke L und dann X. Hm, was meinst du, wohin sollten wir jetzt zuerst reisen? Die Entscheidung überlasse ich ganz dir. Aha, jetzt dürfen wir laufen, wie wir wollen. Oder wir gehen direkt dahin. Wüste. Ich würde erst das hier machen wollen. Keine Ahnung warum. Aber nur damit das nochmal nicht das letzte ist. So, kann ich denn da gut hin? Die haben gesagt, ich dürfte. Ups. Jetzt da wieder hin. Hä? Komm ich denn jetzt zum Feuer hin? Okay, muss ich erst das hier machen? Höhle der Juwelenblöcke. Ich denke, das werden wir beim nächsten Mal machen. Aber ich will wissen, wie ich die anderen
Gebiete zuerst betreten. Oder muss ich wirklich über diesen Steg dann zu den drei Gebieten und. Oh, guck mal, kurz sogar, so wie ich meinen Stick bewege. Schön. Kleine Details. So, nee, das hatten wir schon mal. Genau. Ja, dann stelle ich mich schon mal hier hin und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Ciao.